Jo, da wären wir wieder. Ich dachte mir, ich zeige euch mal ganz kurz hier meinen Mod-Ordner, damit ihr auch die Version mal gucken könnt. Denn es gab schon wieder ein Update vom DITEC Core wegen dem Lava-Problem, das ich behoben habe. Das kann man jetzt fixen. Gut, dass ich nur 3 Stunden oder so damit verbracht habe, das manuell zu fixen. Aber man kann es jetzt fixen, was auch ganz gut ist. Denn ich hatte halt nur die 3 Lava-Spots unten und oben. Jetzt können wir die ganze Welt respawnen quasi. Mit dieser Version, also 1.1.1, Maschine ist noch 1.0.1, die beiden hier sind 1.0.0. Fluid Barrel habe ich neu mit dazu gepackt. Klang recht interessant, war ein Zuschauervorschlag. Der sorgt dafür, dass wir alle Flüssigkeiten in Barrels transportieren können und nicht nur Öl. Das könnte es interessant machen für so eine Sache wie das Schmiermittel oder Schwefelsäure, das zu bestimmten Fabriken hin muss, dass man nicht so einen riesigen Kabelsalat hat an Röhren. Mal gucken, wie das so funktioniert, denn es braucht anscheinend jedes Mal eine Fabrik, die das Ganze einfüllt und eine, die es auskippt. Das heißt, man kann nicht einfach so ein Fass direkt zu einer Monster-Zerlegfabrik bringen, zum Beispiel, und dann hoffen, dass es funktioniert. Das heißt, er müsste vor die Monster-Zerlegfabrik dann erstmal eine Fabrik stellen, eine normale, die dann die Schwefelsäure auskippt und dann in die Monster-Zerlegfabrik reinpumpt. Braucht also wieder mehr Platz, aber mal gucken. Aber die Option zu haben, finde ich ganz schick. Dann habe ich Version 0.1.2 von Dreamfarm Light drauf. Das ist auch kompatibel mit dem 111 Core von DITEC. Dann Landfill 212, Vanilla 1113 und Time Display 100. So, jetzt sollte es genau so. Wo ist mein letzter Speicherstand da? Sollte es genau so stabil funktionieren. Oder auch nicht. Also Time Display scheint nicht kompatibel zu sein mit der momentanen Konfiguration von anderen Mods. Das heißt, ich melde mich gleich wieder. Ja. Also, du aus. Wir haben jetzt keine Uhrzeit, aber die Zeit läuft hoffentlich trotzdem weiter. Sonst haben wir das Problem wie vorher auch, dass wir durchgehend Tag haben. Wobei das nicht schlimm ist, weil wir nutzen ja noch keine Solarpanels. Also ist das kein Exploit sozusagen. Nicht mehr bitte so. Lass mich jetzt spielen. Ich will keine Bugfixes betreiben. Ich will spielen. So. Also, woran hapert es? Es hapert an grünen Tränken. Die könnte ich herstellen, ist aber auch nicht viel schneller. Weil die ganzen Transport Bales und so weiter erstmal hier zerlegt und danach dann selber welche herstellen muss. Hier habe ich schon einmal rumgewuselt. Was ich jetzt gerne machen würde. Oh, Roboter. Rote Engines und Batterien, ja. Wir haben noch nicht mal die normalen Engines. Das sollte ich vielleicht ändern. Wobei wir die Engine-Fabrik neben den Flüssigkeiten packen müssen, weil wir die bessere Engine-Fabrik bei den Flüssigkeiten brauchen. Weil die roten Engines brauchen Flüssigkeit. Eine Sache bei der ganzen Ölgeschichte, die ich auch noch anmerken möchte, ist, sie steht komplett falsch. Darauf wurde ich schon vor ein paar Videos aufmerksam gemacht. Hier ist irgendwo ein Fehler, weil ich zwei Pfosten direkt untereinander gesetzt habe. Das sind nicht die, die da. Und dadurch ist das komplette Muster falsch. Ich weiß nicht, wie ich das später umbauen werde, aber ich werde es erst umbauen, wenn die Substations da sind. Weil sonst ändere ich jetzt irgendwas um, dann stellt sich raus, ich habe 20 Felder weiter links nochmal so einen Fehler gemacht. Und das relativiert sich dann oder irgendwas in die Richtung, das wäre echt doof. Deswegen ignoriere ich das einfach erstmal. Und später, wenn wir dann die Substations haben, ist alles ordentlich aufgebaut und dann ist okay. Neue Forschung. Ich hätte gerne. Logistikroboter braucht Flug. Braucht 200, 200 und eine Menge Zeit. Ja, mach mal. Grüne Tränke, wie gesagt, problematisch, aber geht halt nicht anders. Flüssigkeiten schauen sehr gut aus. Schwefelsäure ist wirklich zu viel. Aber wird ja auch durchgehend verbraucht, wenn die da wären. Plastik haben wir tonnenweise. Da muss ich jetzt nicht noch mehr abholen und noch mehr Kohle reinschmeißen. Das ist okay. Das Aufsplitten hat man noch nicht erforscht, ne? Macht das Ganze besser erkenntlich.
Also das Aufsplitten von dem Öl in das bessere Öl und so Zeug. Ich guck mal ganz kurz hier. Nein, haben wir noch nicht. Also mach weiter. Das heißt, hier kann ich auch nicht mehr wirklich viel tun. Ein Tank hier zwischen wäre eigentlich eine schlaue Idee, oder? Einfach nur so zum Puffern. Mach mal so und so. Sieht aus wie ein Eulengesicht. Aber ja, pumpt das mal da rein, da haben wir einen kleinen Puffer. Kohle brauche ich jetzt direkt nicht. Oh, das Wasserding da. Lass ich mal durch. Was sagt die Kiste? Kiste sagt ein Golderz, zwei. Zwei Eisenerz, wow. Bei 1000 Zyklen oder so hast du zwei Eisenerz produziert. Das kann man bestimmt super ausnutzen. Gib mir Kupfer, Kupfer. Gut. Steine. Das ist mein Hauptziel gewesen. Deswegen bin ich hier eigentlich rumgetorkelt. Also einmal zum Gucken, ob alles okay ist und dann Steine abholen für Mauern. Wir waren da nicht ganz fertig, ne? Bau die mal alle. Bau bitte zwei Türme. Und Munition. So, da waren wir oben. Da waren wir durch. Hier oben waren wir durch. Wir wollten aber hier noch eine Mauer ziehen. Und die Mauer durchziehen, damit da drin nichts wuchert, was auch immer. Und eine Basis baut. Wobei mir schon mehrere Leute versichert haben, dass der Computer da nicht cheatet. Der berechnet das alles ganz realistisch im Hintergrund. Wenn irgendwas im Weg steht, kommen die Gegner auch nicht vorbei. Was ich echt beeindruckend finde, weil das müsste eigentlich tierisch viele Ressourcen fressen. Tut's aber nicht. Also ja, sehr schön programmiert. Das heißt, eigentlich würde es reichen, wenn ich hier eine Radaranlage hinbaue und dann sehe ich, wenn eine Horde Gegner kommt und hier eine Basis bauen will. Problem ist allerdings, wenn ich sehe, dass da eine Horde Gegner ist, werde ich diese Horde Gegner nicht töten können. Also, ne, Mauer klingt gut. Das heißt, wenn sie hier drin was bauen wollen, dann müssten sie erstmal durch die Mauer beißen. Dann kriege ich meine Fehlermeldung hier unten und dann kann ich auch nichts machen. Aber ich habe ein bisschen Zeit, um eventuell Türme dahin zu setzen oder noch mehr Mauern zu bauen. Irgendwas in der Richtung. Und ich hau die Bäume viel zu weit im Süden weg. Hm? Hier müssten wir irgendwo hin. So, die ganzen gecrafteten Sachen sind schon im Inventar, das ist gut. Das heißt, ich muss nicht noch warten, dass da irgendwas fertiggestellt wird. Gib mir die da. Tu das da mal raus, tu das da mal raus. Ja, ein Baum ist jetzt nicht so die beste Verteidigung gegen Beiter. Und ich kriege auch, glaube ich, keine Warnmeldung, wenn Bäume in meiner Nähe zerbissen werden. So wie das bei Türmen der Fall ist und bei Mauern. Sonst würde der ganze Wald hier schon durchgehend schreien wahrscheinlich. Also einmal wegen der Axt und einmal wegen dem ganzen Smog. Wobei, ich muss sagen, es hält sich immer noch gut in Grenzen. Wobei ich mich auch echt zurückhalte. Also wenn ich da Geschichten von anderen Leuten höre oder die Screenshots sehe, was sie alles gebaut haben mit demselben Map-Seed, ich halte mich sehr zurück. Aber ich bin zuversichtlich, dass es sich rentieren wird. Dass wir jetzt so ein bisschen auf Öko machen. Solange bis wir es uns leisten können, nicht mehr auf Öko zu machen. Und die ganzen Planeten zerstören. Aber das halt, ne, später erst. Weil wir sind in einer unbekannten Welt. In einer unbekannten Parallelwelt. Wo er sich halt doch einiges wie die ganzen Patches geändert hat. Also eigentlich wäre es am sinnvollsten gewesen, so rein vom objektiven Power Gaming, was auch immer, das hier runterziehen und nach da einen Strich zu machen. Weil da hätte ich denselben Effekt. Das Gebiet wäre abgesichert, aber ich hätte wesentlich weniger Mauern verbraucht. Aber na gut, c'est la vie. Du bist Silber. Ardite. Ja, ne, hier will ich nicht lang. Und ich will nicht durch den Wald. Geh weg, Wald. So, was ich will, ist hier ein Turm. Mit Munition, das wäre zu viel. So. Wir hatten übrigens noch keinen einzigen Angriff. Kann das sein? Also keinen ernstzunehmenden Angriff. Ich weiß, ich habe ein paar Mal geschossen, aber ich, nee. So einen richtigen Angriff mit Warnmeldung unten und Türmegedacker. Und genau deswegen bin ich zuversichtlich. Weil hätte ich so gespielt wie manch andere, oder ich in ehemaligen Inkarnationen,
dann hätte ich jetzt überall schon Smog an den Basen dran und wäre andauernd angegriffen worden. Und hätte dann ziemlich viele Ressourcen in Form von Munition jetzt schon verbraten. Und irgendjemand hat eine Pistole dahingeschmissen. Hier ist auch kein Turm. So. So. Ja. Nicht so optimale Abdeckung. Und die ganzen Türme hier sind jetzt eigentlich sinnlos geworden. Aber das ignorieren wir mal gekonnt. Mauer zu. Und bau mal ein paar von den Forschungspacks. Genau. So, nächster Plan. Ich hätte ganz gerne jetzt eine Fabrik für die normalen Engines in der Nähe von dem Muster. Wahrscheinlich baue ich es dann falsch, aber ich werde das alles später einfach mit Robotern komplett einmal abreißen und neu aufbauen lassen. Dann passt das. Das könnte ich echt machen. Also in den Kommentaren hat jemand geschrieben, dass ich die Poles hier, die Strommasten, verbrennen kann, weil sie größtenteils aus Holz sind. Und dann habe ich keine mehr davon im System. Und ich kriege ein bisschen extra Strom durch das Verbrennen. Und wenn er kein im System ist und ich das Muster hier neu setze, dann nimmt er sich nur die Teile, die er vorrätig hat. Also würde er denn die Fabriken, die Rohre und alles an dieselbe Stelle stellen, nur ohne das Muster. Was er ja auch nicht muss, weil ich da inzwischen die Substation hingestellt habe. Das ist ein sehr schöner Trick, ja. Gut, das gucken wir uns dann an. Jetzt hätte ich aber ganz gerne die Fabrik da. Und zwar, du bist theoretisch eventuell eine richtige Substation-Platzhaltergeschichte. Das heißt, du baust bitte die. Da baust du Pipes für und Stahl und Gedöns. Ja, ist nicht schlimm. Haben wir zwar alles nicht so wirklich, aber wir brauchen auch nicht so viele davon. Also jedenfalls jetzt am Anfang. Trotzdem hole ich mir mal. Rohre kann ich selber herstellen, recht schnell. Wenn ich denn mit den Tränken da durch bin. So, Rohre werden hergestellt. Mehr Rohre herstellen. Aber die Eisenzahnräder, die würde ich gerne abholen. Weil wir haben eine Fabrik dafür, es staut sich extra, dann muss ich das nicht von Hand auch noch craften. Und zwar da. Hör auf, mich mitzuziehen, doofes Ding. Mach das mal voll. Du brauchst Draht. Alle brauchen Draht. So, 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 so. Du. Da, bitteschön. Da, bitteschön. Eisenplatten kannst du ruhig auch noch aufs Deck haben. Da, so. Stell's Gepässe her. Hast schon ein paar. Sehr gut. Kupferplatten für dich. Steinzahnräder brauchen wir nicht. Was mit dir? Dir fehlen grüne Erbchen. Ja, 11. Wir sind bei 20 hellblauen Tränken. Du mich auch. Brauch keine hellblauen Tränke. Brauch hellblaue Tränke. 150 Stück, die wir von Hand herstellen müssten. Roboport braucht rote Chips. Bauen wir auch noch nicht. Doch, bauen wir. Rote Chips? Bauen wir. Ja, nicht wirklich aktiv. Oder überhaupt, aber wir könnten bauen. So. Schon mal da rein. Gib mir die da. Werf die zur Hälfte da rein. Du brauchst natürlich auch Draht. Ja, Zeug gießen. Nee. Dann bräuchte ich noch eine Anlage, die wahrscheinlich falsch platziert ist mit Flüssigkeiten. Aber ja, das kommt auch bald. Du, gib mir mal dein Eisen. So. Du brauchst grüne Chips. Gib mir die. Und ja, es ist jetzt das eingetreten, was viele befürchtet haben. Ich verschwende jetzt recht viel Zeit damit, halt mit dem durchgehenden Ressourcen hin und her schieben. Wow. Aber wir sind nicht mehr so weit weg. Echt nicht mehr so weit weg. Du leg mal da die hin. So. Wobei, Flug brauchen wir gleich. Dann brauchen wir die da. Die kosten nicht viel, die sind schnell gemacht.
Dann haben wir eine passive Provider Chest. Das heißt, wir können dann. Ja, das ist auch nicht schwer zu stellen. Wir können dann alle die Ausgangskisten zu roten Kisten machen. Bringt uns noch nichts. Das stimmt. Aber der nächste Schritt wäre dann ja. Nein. Der nächste Schritt wäre das da. 150 Stück. Dann hätten wir alle Kisten, dann hätten wir die Roboter, dann hätten wir die Roboports. Das heißt, allein von der Forschung brauchen wir nur einmalig 150 hellblaue Tränke. Danach kann ich das alles hier roboterisieren. Wird langsam sein, aber ist wenigstens nicht Strom.